Herzlich willkommen zurück zu The Forest. Herzlich willkommen. Und ich war gerade dabei. Achso, ich brauche jetzt Loxy. Und Stixies. Moment, ich probiere noch die Fallen hier fertig zu. Ich beobachte gerade hinten bei den Fallen ein. Ah, jetzt ist er drüber gelaufen, aber es ist nichts passiert. Schade. Vielleicht genau beobachtet. Arsch. Also die Fallen hier sind schon mal sehr effektiv. Also hier alleine sind schon mal drei Leute in die Fallen rein. Nur was ich jetzt ein bisschen... Nein, vier Leute sind reingelaufen. Holy shit, wie bin ich denn da? Aha. Da ist er drüber gelaufen, da brauche ich einen Stick. Ah nein, jetzt bin ich wieder rausgetappt. Einen Moment. Ah ja. Ja, ich kam, sagst du, ist mir Gott sei Dank auch passiert. Was ist das jetzt? Das ist ein bisschen merkwürdig. Bei Discord sag ich schon, bei OBS schaut das jetzt ein bisschen komisch aus. Ich habe Angst, dass es jetzt in der Aufnahme jetzt auch schon so komisch ausschaut. Was meinst du mit komisch ausschauen? Das Bild ist verzogen. Ah, ne. Kam mir. Aha, was ist das jetzt? Muss kurz. Tut mir leid, ich muss da kurz was handhaben. Hä? Hey, wo ist die Leiche? Das wäre so lustig, wenn man das im Let's Play sieht. So, okay. Passt. Jetzt soll es wieder passen. Denke ich. Wir sind gerade zwei Leichen, die spawnt. So. Oder? Nee. Google. Okay, es sind drei Leichen einfach. Die jetzt passt. Spawnt. Falls ihr euch fragt, warum ich mich immer drehe, das ist immer das Problem. Wenn du. Hey, ich hab doch gerade Sticking. Nein, doch nicht. Wenn du kurz raustappst und dann wieder ins Spiel reingehst, mit dem zweiten Bildschirm, dann slidest du aus dem. Also, wenn du nach rechts drehst, geht die Maus in den zweiten Bildschirm. Und natürlich, wenn ich dann schlagen will, mache ich einen Mausklick und dann. Zack, bin ich auf dem Desktop. Und wenn ich einmal Escape drücke und wieder, also einmal kurz ein Escape gehe ins Menü, dann hat sich die Sache erledigt. Also dann bin ich wieder nur im Game, also im Spiel. Und zum Prüfen, ob es in die anderen Bildschirme geht, drehe ich mich einmal so rum, ob da meine Maus im anderen Bildschirm ist. Und ich habe gerade Mutant gehört. Ja. Aber nur gehört. Das reicht in den meisten Fällen schon aus. Ja, dann tue ich ein bisschen mit der Motorsäge rum, dass er besser angelockt wird. Eigentlich sind wir hier fertig. Ah, dir fehlt noch ein Seil bei dem. Was, es fehlt echt noch ein Seil? Nee, oder? Eher... Doch, bei mir fehlt hier ein Seil. Ich gedacht eher dann... Ein Ding. Baumstamm. Na gut. Na, komm. Ich bring dich mal schnell hinein. Ich mag unseren Garten. Der ist ja, sehr schön. Der ist schön. Also drinnen, ich schmeiße einen aufs Lagerfeuer. Ich gucke den mal an, wenn du vielleicht dran denkst und vorbeirennst, die Knochen einzusammeln, weil ich werde direkt wieder rausrennen. Lol. Das ist gerade voll verbuggt gewesen, das Reh bei mir. Ist einfach despawned? Nee, ist einfach stehen geblieben. Ich hab's angeschossen. Ist einfach stehen geblieben, dann bin ich hingelaufen. Und... Oh ja, sehr gut. Gut. Yeah, das Heil ist wieder da. So. Oh, das Seil spawnt so schnell nach, oder was? Krass. Ja, jede Nacht, also jedes Mal, wenn du schläfst, glaube ich. Also. Oh, ich glaube, das habe ich auch einen Mutanten gehört. So, die eine Verteidigungswand ist es eigentlich schon.
Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, ich habe eine Horde. Ja, zwei. Alter, der Mutant, der ist so laut. Ich kann den aber auch gerade gar nicht einschätzen, wo der ist. Ach, verdammt. Ja. Jawoll. Und der andere? Puh, der ist hinter mir. Schau nicht so gierig. Komm, lauf da rein. Hä, hey, lol, der hat überlebt. Hä, hey, was ist das? Das war jetzt... Aha. So wäre das natürlich blöd, wenn die in unser Ding reinkommen. Und so kein Stick. Das ist mal blöd. Ah gut, dann mache ich Spandex halt so. So. Komm jetzt her. Hallo. Danke. Also ich wünschte, dass diese Wände, sag ich mal, effektiv... Da hinten ist ein Lagerfeuer. Wo? Da, wo ich bin. Ah ja. Brauchen einen Stick. Wow. Das war jetzt... bisschen komisch. Weil der ist gegen das Ding gelaufen. Ne? Also die Spikes hier. Ja, ja. Hat ausgelöst. Und statt aufgespielt zu sein, stand da drauf. Und dann hätte er ganz leichtes Spiel, reinzuspringen, ja. Ja. Ach, das ist natürlich totaler Bullshit. Ich glaube, dass wir noch Loks hatten, oder? Da hinten bei der. Also wenn die nicht despawned sind, müssten bei der beim Zelt noch so drei Loks sein. Mal gucken, ob die noch da sind. Okay, ne, ich glaube, die sind despawned. Also Loks, die rumliegen, die despawnen doch irgendwann mal. Ah, das Fleisch will ich vielleicht noch mal doch kurz schreien. Hier noch was hin. Hier noch was hin. Hier noch was hin. Hier noch was hinhängen. Oh, sieht gut aus, sieht gut aus. Nee, ich fress jetzt keine Pilze. Cool wäre es eigentlich, wenn du jetzt so zum Beispiel Trophäen irgendwie an die Wand hängst, dass du im Laufe des Spiels die auch wieder abnehmen könntest, wo woanders hinhängen könntest. Ja, das wäre in der Tat. Das fehlt mir ein bisschen. Gut, also 7 freie Plätze haben wir noch. Trockenlager. Oder Fleischlager, whatever. Au! Ich habe eigentlich auf den Kopf geschlagen. Mm. Ganz schön blutig, ich weiß nicht, ob ich mir das an den... ja, bevor es auch... Auf Gottes Willen. Wieso ist eigentlich hier diese Bank so am Durchbacken? Schau dir mal die Blaupause an von der Bank. Gleich. Ah ja, da, stimmt. Da haben wir noch Platz. 1, 2, 3, 4. Ein Platz haben wir noch. Einen einzigen. Holy shit. Was? Nee. Da ist doch jetzt keine... 6 Dinge oder sowas hingehängt, oder? 1. 2? Was? 3. Ach, da und da. 3 Blitz. Okay. Okay. Was? Welche Bank? Hier, da. Ach, siehst so. Du das, dass die Blaupause sich da irgendwie da so... sind komisch. Hä? Sag mal, das ist jetzt kein Bild unter dem, aber... Nee, aber ganz schön lang, aber... Was schon? Ich meine, höher kann doch eine Bank nicht sein, oder? Ich meine, wenn ich jetzt die da anschaue, sind sie auch nicht höher. Vielleicht verschwindet das wieder, weiß ich nicht. Sehen wir ja dann. Jo. Was? Aber jetzt schauen wir mal das Fleisch an, weil... Das sieht man jetzt richtig den Unterschied bei Tag. Ja. Ah, jetzt manches ist echt kohlenschwarz. Kohlenschwarz, ja. Wenn ich jetzt auch nochmal Licht anmache, das sieht man vielleicht noch besser. Ja, ja. Zum Beispiel das hier.
Ja, der Luchter. Ja, der Luchter und dann dieses schwarz, das zweite Stück ja, von das links. Ist, das ja. Rechts sieht sogar vergammelt aus. Ja, aber... Ich verstehe das auch nicht so ganz. Also heißt es eigentlich, man, es hält dann länger ja, durch, genau. Aber man kann es nicht für immer da eigentlich hängen. Genau, aber hier, das ist ja fast alles schwarz, pechschwarz. Ja. Ich esse einfach mal eins. So. So. Achso, oh, du hast hier die reingehauen. Ah, das ist ja mal cool. Hä? So. Es wird aber schon wieder dunkel, ne? Also ich dat gar nicht jetzt noch länger draußen rumgabbeln. Oh, endlich. Habe ich dich doch noch erwischt, Haschen. So, da. Ach, verdammt. Nehme ich euch zwei und dann machen wir hier auch fertig und dann ist auch wieder eins fertig. Das ist schön. So. Bist du soweit? Können wir schlafen gehen? Ja, ich hole noch ganz kurz mein Seil. Moment, das Boot war hier. Speichern und Sleepy. Sleeping time. Es läuft hier gerade richtig gut hier. So. Ja. Rhythmus ist da. Jetzt, jetzt könnte man wieder ein bisschen Baumstämme holen. Regen. Regnen. Achso, ja. Aber ich finde, wir können auch mal wieder ein paar Baumstämme holen. So, warte, ich habe hier einen frischen Hasen zum Auffängen. Ah ja, stimmt, ich habe... Und Glück sagt, die alten Dinger, die esse ich jetzt einfach mal. Ja, ja, warte, ich mag auch eins essen. Nee, also auch das komplett schwarz hat mich jetzt sehr satt gemacht. Also ich glaube, das ist. Aber du hast auch extrem Durst, oder? Nee, also. Das war jetzt kohlrabenschwarzes Ding und. Echt viel Hunger weg. Und Durst habe ich eigentlich. Ich esse jetzt mal den Luchte dahin. Na gut, Durst ging ordentlich weg. Aber kaum hat es kaum satt gemacht. Echt wenig. Ja, Lurch. Vielleicht ist der Lurch generell schlechter, weil es ein Reptil ist, als so ein Haushalt. Oh, der hat ordentlich. Oh, shit. Der hat ordentlich. Oh, shit. Trink, 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 trink. Oh, Alter. Gleich so übel. Ja, ja, das wurde komplett rot, kurz vorm Leben verlieren. Was hast du? Wieder ein Lurch gegessen? Ja, oder was anderes? Und jetzt esse ich einen Hasen. Ich esse das dritte Ding, bin immer noch nicht voll. Ich esse nur die schwarzen Dinger gerade. Das esse ich vierte, bin aber immer noch nicht voll und muss das zweite Mal trinken. Was? Ja. Dann so. War meins wohl doch noch nicht so schwarz. Hm? So, manchmal sieht es auch durch den Schatten anders aus. Ja gut, also, das heißt eigentlich, wir müssen doch... regelmäßig essen, ja. Also nicht nur die Vögel. Was sonst, ja. Ne. Also ich meine, Notstand, essen kann man, man braucht halt trinken dazu, ne? Also das ist dann unbedingt... Ja, aber es macht ja nicht so satt eigentlich, wenn man da viel so Dinge essen muss. Ja, ja, das so. Da macht der ein Vogel mehrere satt. Ja, stimmt. Was zum Teufel? Das ist jetzt für ein Geräusch. Ich hab kein Geräusch gehört. Ach, war das vielleicht so noch Koffer, der
Oh, der Schlüssel ist auf dem Boden, das könnte sein. Ah, ja. Ich drehe mich um und ihr dürft euch spawnen. Wieder irgendwas passiert. Ich bin mittlerweile vorsichtig. Ich tue nicht mehr hier 20 Bäume fällen und dann erst aufsammeln. Ich versuche immer nur so zwei bis drei Bäume zu fällen, dann erstmal alles aufsammeln und dann fälle ich weiter. Weil. Ja, genau, so mache ich das auch. Ich habe immer Angst, dass dann nicht angegriffen werde und dann liegt das alles da und das finde ich nicht nie wieder oder so. Ja, genau. Eigentlich immer nur so viel, dass halt der Wagen voll. Manchmal wünsche ich mir das so eine Schattensicht wie bei Hand für die Bäume finden. Baumstämme, oh. Meine ich. So, da bin ich eh voll. War perfekt, oder? Geil. Boah, das habe ich gedacht, da wäre offen, der ist reingelaufen. So, so klar. Eigentlich habe ich immer gehofft, dass du, wenn man mit dem Wagen durch das Gestrüpp fährt, dass das irgendwie kaputt geht, aber irgendwie passiert ja nicht viel. War das aber nicht mal so? Oh geil, das sind... Oh, was? Die fallen die Punkte voll. Das sind drei, also zwei Leute hängen in einer Falle. Dieser Wand da. Dieser Wandfalle. Ah, nice. Nice. Insgesamt drei. Boah, das ist doch... Aber immer wieder die Fallen aktivieren, das ist schon ein bisschen mühselig hier. Ja. Na, ich mach mir Feuer hier draußen. Oh, bei der Falle hatten wir Glück. Dass das nicht unsere Mauer eingerissen hat. Weil die Falle, wenn die auslöst, haut die auf unsere Mauer drauf, aber da passiert gerade so nichts. Ach so. So, vier Leute, das ist doch mal was. Ne, rein mit dir. Ja, ich mach hier mal lieber zu. Bevor wir hier noch Besuch bekommen. Aber wollen wir denn jetzt mehr Licht haben, oder? Die Frage ist, wir schlafen eh immer in jeder Nacht. Ja, eigentlich schon. Also wir versuchen es. Also es sieht halt geil aus. Oder wenn es halt mal Nacht ist, dann hat es halt trotzdem was, finde ich. Ja, das stimmt. Und man könnte in der Nacht weiterbauen, wenn es schön ausgeleuchtet wäre. Das stimmt. Das gefällt mir sehr gut, unser Balkonchen hier. Balkonien, wunderschön, finde ich. Ja. Das gefällt mir. Oh, es sind hier so viele Knochen, ich kann sie gar nicht alle aufnehmen. Oh. Jetzt brauchen wir doch mal Knochenstühle oder Knochenkronleuchter und so. Die ganzen Knochen kann ich da gar nicht. Haben wir da noch Platz? Ah, wir haben noch ein drittes Ding. Sehr genau. Das ist aber schon krass, drei so Knochenkörbe voll. Ja, das ist nicht wenig. Also Rüstung geht uns eigentlich jetzt nicht mehr so schnell aus. Da sieht haben ja noch... man eigentlich erstmal, wie viel wir angegriffen werden. Vor allem, weil wir auch noch relativ oft wieder erneuern. Das stimmt, ja. Das ist heftig. Das stimmt wirklich. In der Tat. Jetzt mache ich aber erstmal Boden. Seh dich doch. Doch, ein Knochen drin. Okay, dann gut. Shit. Ah, das ist jetzt gar nicht mal so leicht. Scheiße.
Ah, du hast eine Falle fertig gemacht, sehr schön. Ach, da liegt da einer. Ach, im Garten irgendwo. Oder? Achso, nee, bei der Falle. Achso. Das könnte gut sein, muss es aber nicht. Na, was soll's, ich guck's mir nochmal vom Turm oben an, ob das da so ein bisschen passt. Oh, ja, dieses Gestrüpp, verdammte Axt, echt. Unkraut jäten. Kann man für die ganzen Stockbrick, das ist ganz nützlich. Ja, blöd gesagt schon, aber mich stört es trotzdem irgendwie, weil vieles ist ja nur das Gestrüpp, wo kein Stock dabei rausspringt. Ja, gut, aber den meisten ist doch schon ein Stock dabei. So, ich wollte es mir vom Turm anschauen. Also ich tue hier seitlich noch ein paar Spikes, doch auch gern da. Da sind wir. Aha. Da haben wir es ein bisschen verkackt. Gut, dass ich oben geguckt habe. Ja, da ist nicht so schön geworden. Nein. Scheiße. Was schaust du denn? Ja, den Boden machen. Was ist denn für ein zweiten Stockwerk? Ist aber nicht so leicht, wie es ausschaut. Weil ich nicht hinsehe. Da wäre Fliegen praktisch. Oh Mann. Irgendjemand greift uns noch Sachen an. Ja. Ja, und mein Haus, unser Wille wird wieder kaputt. Nee. Der hat ganz woanders angegriffen. Naja, trotzdem war es gleich kaputt. Ja, dann ist es noch. Oh, jetzt will ich jemanden aufheben, das habe ich in Erik. Kein Schaden bekommen. Eigener Boden. Hier war doch ein Lagerfeuer. 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 Doch nicht, Kacke. Nee, das ist draußen. Das könnte gehen. Na, vielleicht erstmal oben fertig bauen. Da können sie eher an. Na? Geht denn das jetzt nicht? Mann! Ach, komm schon! Ich hab keine Ahnung. Jetzt nochmal gucken. Hier ist okay. Und auf dem Turm. Ja, da gucken wir ein bisschen raus, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so schlimm. Wenn... Ja, doch, geht eigentlich. Gottchen. Ist nicht so tragisch, es geht einfach nicht anders.
baue ich so. Passt. Ist genehmigt. Genehmigt von dir. Oder vielleicht vorher mal speichern, bevor ich den Scheißtrick baue. Könntest du mal. Noch. Ja. Könntest du mal irgendwie speichern oder sowas, bevor ich den Caster fertig baue? Wagen. So, dann kann hier noch ein Fleischchen rein. Sind das jetzt Bäume oder sind das noch die kleinen Dinger? Ach, ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt voll verwirrend. Was jetzt Bäume sind und was die kleinen. Also Stöcke, das sind wirklich sehr dünne Bäume. Wenn es ein bisschen dicker sind, dann ist es ein Baumstamm. Ich find's schade, dass wenn die Bäume umkippen, auf einen anderen Baum drauf fallen, dass die da nicht mitgerissen werden. Finde ich ein bisschen schade. Das stimmt, das wäre ganz praktisch. Hi. Lol, das ist so klar, dass die Bäume immer auf mich fallen. So. Ja, wäre blöd, wenn die auf mich fallen, oder? Da hätte ich ja Schaden kriegen. Na, schon. Also, muss ich schon sagen. Ah, ich hab dich nicht verstanden. Wow! Aha, das waren Äste. Okay. Auch nicht schlecht. Ja, yeah, der Baum ist auf meinen Wagen gefallen und er ist... ...umgewirbelt. Umgekippt. Ehrlich. Haben wir noch? Bist du voll? Hast du die nicht. Zwei genommen von dem Baum, der gerade auf dich gefallen ist? Ja. War's perfekt. Dann. Ja, ich glaube, ich bin voll. Ach, hier lag noch einer. Ah, gut. Den nehme ich. Hast du noch Platz? Ja. Also, ich glaube, ich hätte auch noch einen Platz gehabt, aber okay. Wir haben Besuch in uns, also umgegeben. Ich weiß gerade den Weg nicht. Scheiße. Oh. Hoppla. Hm? Ja, ich bin dir ein bisschen hinten drauf gekommen. Das Rheinstein kann man ja erst machen, wenn es gebaut ist, ne? Ach so, ah, okay. Glaub Stimmt ich. Mit dieser Lochsäge, wie es heißt. Ja, Lochsäge. Ja, das kannst du erst machen, wenn... Ja, wenn es gebaut ist. Schnauze. Na, nimm halt. Danke. Hätte schaffen wir ja leicht mit dem Boden. Ja. Nimm. Ja. Ach Gott, sag ich
muss die mal zurückfahren, es geht einfach nicht. Wow! Fertig! Das war Salto. Das Ding hat einen Salto gemacht, als ich es angefasst habe. Wo den Rest, den tun wir in den. Den. Ding, da, das Lager. So. Dann die Trappen, Kim natürlich. It's good. Ach du Scheiße. Wie wär's, wenn wir die Treppe hier so machen? Also wenn man hier jetzt gleich reinkommt, dass man gleich hier so gehen kann? Ich wollte die Treppe hier hoch machen, also hier so die Treppe hoch. So an der Wand. Ja genau, lang. Also wenn man eigentlich hier so reinkommt, dass man hier gleich gehen kann, oder? Genau. Genau, perfekt. Genau. Dann sind wir ja auf der gleichen Höhe. Tja, das wird jetzt Genau, ich würde sagen, du planst jetzt noch die Treppe und dann würde ich sagen, wir beenden die Folge. Ah, soll ich die Treppe wirklich planen? Oder wollen wir das in die nächste Folge stecken, wenn du schon solche Töne von dir gibst? Ja, aber das dauert, glaube ich, ein bisschen Zeit, ehrlich. Weil das ist... Du kennst es noch vom Schiff, wo plötzlich das ganze Schiff zerstört war. Ich speichere mal kurz. Ja. Da kommen Erinnerungen hoch. Ja. Deswegen... Ah, das weiß ich noch, wo das ganze Schiff eigentlich explodiert ist, sozusagen. Ach ne, warte kurz, ich muss mal... Was? Kann man mit dem Ding Steine löschen? Sag jetzt ja nicht. Probier's hier mal. No. Hey. Oh, musstest du es unbedingt hier machen? Ja, weil hier das Ding da drüber war. Deswegen. Hättest du ja wenigstens bis hier das lassen können. Ja. Nee, das geht nicht, weil das ja eins gebautes war. Das war ja ein Ding. Der markiert gleich alles, wenn ich da nur einen Stein genommen hätte. Ach, weil das ja so, ein Bau dachte, ist. Ach so. Oh. Und jetzt mit dieser Lochsäge, oder was? Ja. So ein Blödsinn. Lol, das wird auch sogar weiß an. Nicht. Dein. Da musst du erstmal drauf kommen, Alter. Holy moly. Nichts da. Oh. Ein Stein, komm schon. Danke. Boah, das gibt's nicht. Nein! Doch! Oh! Und jetzt eigentlich hier überall so einen Stein. Ja, es geht halt diese zwei Steine, also immer wenn ich so einen. Ja. Das machen wir. Nein! Geil. Oh nein, jetzt haben wir das Mysterium auch gelöst. Ist doch gut. Das ändert so einiges. Aber jetzt haben wir. Das ist eigentlich nur die einzigste Stelle, das oder? Das war nur die einzigste Stelle. Bis sonst waren wir immer relativ vorsichtig mit den Wegen. Oh, jetzt wissen wir das aber. Oh, geil, oh, Mart. Und hier oben, das passt ja auch alles. Ja. Boah. Geil. Geil. So, dann können wir ja jetzt sehr zufrieden nochmal speichern. Boah, dass ich das rausgefunden habe. Boah, geil. Entschuldigung. Boah, dieser Zufall, ne? Boah. Alter, wir spielen das Spiel schon seit 100 Stunden. Das haben wir innerhalb von 2 Tagen ganz viele neue Sachen rausgefunden. Oh, es gibt neue Baupläne, man kann die Steine löschen. Ja, aber wie doof ist das? Alles kannst du einfach hingehen und kaputt hauen. Nur die Steine nicht. Ne? Und dann mit einer Lochsäge, weißt du, damit machst du irgendwo, what? In Holz. Damit kannst du Löcher alles abreißen rein. Anscheinend. Ah, jo, Mann, oh Mann. Lol, kann man jetzt schlafen? Gut, ja. Ja, wenige Sekunden. Jetzt. Gut. Oh, geil, und damit können wir eigentlich auch die Folge beenden. Ja, sehr gut. Setzen wir uns hin zum... verkehrt. Perfekt. So, und perfekt. Sieht schön aus. Also, die Siedlung wächst langsam.
Wir haben jetzt neue Baupläne. Wir können Steine löschen. Ich bin zufrieden. Ach, ich auch. Cool. Freut mich dann. Nächste Folge werde ich dann mal anfangen, die Treppe zu planen und den zweiten Stockwerk. Genau. Und dann können wir mal, wenn wir so weit sind, ich weiß nicht, ob wir das schaffen alles in der nächsten Folge, können wir dann mal planen, wie die Zimmeraufteilung ist, ob wir überhaupt große Zimmer, also ob wir überhaupt Zimmer wollen und wenn ja, welche. Und dann, wie wir es eigentlich, dann können wir uns ums Dach kümmern und dann um die Einrichtung. Dann also, wo wir dann nochmal einen Turm oben drauf bauen. Ach ja, stimmt, das wollten wir auch noch. Ich weiß gar nicht, ob das, ja, schauen wir mal. Ja, da überlegen wir noch. Ob wir es dann wirklich durchziehen. Ja, ich glaube es fast nicht irgendwie, weil es ist zwar eine coole Idee, weil es da noch höher wäre, aber dadurch, dass es jetzt eigentlich den Turm irgendwann mal gibt, den ewig hohen, und dann dadurch, dass da eigentlich schon ein Turm steht neben dem Haus, weiß ich nicht, ob es unbedingt sein muss. Mal gucken. Überlegen man kann ja vielleicht nur ein Pavillon oben hinbauen. Genau. Ohne. Ja. Mal gucken. Wir werden es sehen. Ja. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Genau. Tschüss. Ciao.